Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier zu Oceanhorns 2 für die Switch. Warum sage ich eigentlich immer für die Switch? Natürlich nicht für die Switch, sondern fürs iOS. Und ja, wir haben jetzt die drei goldenen Kugeln, die können wir kurz zeigen, die haben wir da hinten hingelegt. Und wir eiern jetzt hier hoch. Also weil ich so viele Spiele eigentlich nur für die Switch mache und jetzt kommt einfach mal so ein Ding dazu, das passt natürlich nicht. Ah, so OTK, aktiviert das Podest für das heilige Emblem. Dieser heilige Ort ist die Halle der Geburt, aus der die Stahldiener die ersten Kiemen voll Kinder nach Sumerien getragen haben. Okay. Also legen wir es jetzt drauf. Oh. Naja, müsste ja noch irgendwie noch ein Boss kommen. Sonst wäre es ja zu einfach. Und der wird hier unten kommen, behaupte ich mal. Oh. Was ist das? Was ist das? Eine Schildkröte? Jurmala, knorblige Bestie aus der Tiefe. Okay, die haben diese Haken da gezeigt rundherum. Die was damit zu tun haben, wahrscheinlich. Alter, ich bin sofort tot gegangen. Ich hab mich nicht mal bewegt richtig, oder? Also wir springen? Ah, okay. Wir müssen kurz überlegen, wie wir es hier machen. Also ihr Dings ist heiß. Auge schießen. Behaupten müssen da irgendwas mit diesen Dingern da machen. Ich weiß eigentlich noch nicht was. Also Leben verliert er nicht, immer. Dafür muss ich das Auge mal treffen von dem. Ach, warte mal, da oben hat so ein. Hat mir irgendwas Strommäßiges geschickt. Jetzt check ich's. Okay, okay. Okay, okay, warte mal. Wir müssen einmal unseren Stromfluss ändern. Gehen hier drauf. Eben auf dem Rücken ist einer, habe ich gesehen. Okay, aber kommt jetzt nicht ran. Jetzt. Da. Aber kein. Achso, aber kaum Leben verloren. Das heißt, wir müssen da ein bisschen mehr machen. Oh. Oh, verdammt. Oh, müssen wir mal machen. Kann man hier noch irgendwo Leben holen? Anscheinend nicht. Okay, aber wir wissen auf jeden Fall, wie wir es machen sollen. Das ist schon mal gut. Gut. Aber das bringt mir ja nichts. Da hinten kann noch irgendwas geben hier. Was. Also wir machen einmal hier die Besuchung noch ein paar Leben. Sehr genial.
Steht gerade Gase. Danke fürs Leben. Ah, muss ein bisschen mehr aufs Aufsammeln hier, sonst wird das alles nichts. Ah, danke. Hier bin ich da angeschlossen. Was passiert dann? Dann ist er dann verwundbar? Also war er ja ein bisschen, aber zu wenig für uns, ne? Ein bisschen mehr verwunden. Was ist da jetzt mit dem ganzen Kram hier unten? Was? Chili? Toll. Was können wir jetzt machen? Wir gehen mal runter, mal gucken. Weil er dreht sich schon gleich um, bevor ich da bin. Oh! Weil er sich umdreht, bist du tot. Okay. Schlecht für uns. Aber gut zu wissen. Also scheiß mal. Das ist ein bisschen blöd, ne? There's a conductor up there. Thank you.
Okay. Erwischt. Das ist schon Quatschi. Nochmal. Mann, wie geht denn das nicht? Andere Schüsse haben wir, das geht ja gar nicht. Okay, ein bisschen Leben fehlt ja. Dauert zwar ein bisschen. Aber nach und nach. Also irgendwann haben wir keinen Schuss mehr davon. Wo wir jetzt auch fast schon keinen Blitz mehr haben. Okay, laufen wir weiter. Also irgendwie ist es, dauert es auch schon lange, den so zu killen, aber naja, wenn es so sein muss. Dann mache ich so. Was ist wert? Ah, okay. Scheiße, scheiße. Wie viel? Na komm, ich kriege noch. Shit. Aber ein bisschen was haben wir bekommen.
Ein Blitzschuss haben wir schon mal wieder, oder zwei beziehungsweise. Aber wir brauchen ein paar mehr vielleicht. Wir wollen das Arschloch ja auch besiegen. Oh. Schildi. Das da renne ich hier nur rum und sammle eins, aber ein. Ich muss hier hochkommen, damit wir ein bisschen drehen können. Komm mal her, du. Paco. Okay. So schnell muss ich nicht kommen. Ah. Scheiße, er muss ja hier hochkommen, ne? Sonst bringt das nichts, ne? Okay, was war das einmal? Bist du da? Nein, warum bring ich runter? Warte, jetzt aber. So, jetzt warten wir, den können wir mal drehen hier. Nein! Aber ich war zu langsam, scheiße. Mal ein paar Blitze sammeln. Kacke. Dann wollen wir mal rumrennen hier. Einsammeln. Ich finde meine Kollegen ja auch noch was. Also müssen wir wieder irgendwie hochlocken, ne? Komm her, du blöde Blechbüchse. Sogar günstig für mich. Geh nicht raus. Ah, abgekackt. Jetzt. Boah, kann auch den anderen Schuss nehmen, oder? Schüsse? Oh ja. Und Feuer ist er. Oh. Feuer war gar nicht so schlecht. So, wir sammeln noch ein bisschen was. Ein bisschen Blitze sammeln. Das hält ja, also eigentlich ist er ja gar nicht so schwer, ne? Ein bisschen Geduld haben. Und ein paar Blitze finden mit den drei Kollegen. Können wir auch mal irgendwas bringen hier. Hm.
Schuss frei. Mal gucken, wo er ist. Okay, wir sind doch wieder zurück, wir müssen ihn irgendwo hinlocken. Locken wir mal hierher. Brennt er ein bisschen, das tut ihn gar nicht. Oh. Komm her, du Schwachkopf. Schon mal einen Schuss einstellen. Jetzt gleich hier hoch. So. Mal umdrehen, bitte. Okay, haben wir noch ein Feuer? Haben wir noch Feuer hier irgendwo? Ja, da. So! Gut. Das war gut. Jetzt können wir das Emblem hinlegen, stellen, was auch immer. Our kingdom is again under the protection of the Emblem of Ocean. May Trito protect us all. Now, Steelscale has something he wants to tell you. Honorable Knights of Arcadia, please forgive me and my men. You were there for my lady when it should have been me, fighting to return the sacred emblem. Apology accepted. It is true what they say about Gilfolk. You are fierce warriors. Take good care of Princess Finn, Steelscale. You can count on Gilfolk. We will stand by your side against the Dark Army. Go in peace, brave Arcadians. Ja, sehr gut. Haben wir schon mal was Gutes geschafft? Hey, over here! Let's fly back to the White City as soon as you have stocked up. Come to me when you're ready. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann, tschüss.